Kuwait gegen Slowenien, das Spiel der Gruppe A in der Mittelhessen Arena in Wetzlar. Kuwait, der amtierende Asienmeister, die Slowenen in Blau, schnell nach vorne. Dann kommt die Nummer 5, Zoran Jovicic, mit einem Trickwurf, schön angedreht, dieser Ball. Kuwait aber blieb dran. Das 5:8 nach schönem Anspiel. Faisal auf das Schwergewicht am Kreis, Al-Azemi, und der macht das ganz cool. Auch das nächste Tor, ein wunderschön herausgespielter Treffer. Bakovic mit dem Auge und dem Heber zum 10:5 für Slowenien. Keine Abwehrmöglichkeit für den Torhüter Al-Fati. Die Partie ziemlich eindeutig in der ersten Hälfte, aber ab und zu dann doch mal die Kuwaitis. Al-Mutari, keiner greift ihn an. Und der sagt Dankeschön, 8:15 aus Sicht des amtierenden Asienmeisters. Der letzte Treffer dieser ersten Halbzeit durch Kavas zum 17:11 für Slowenien. Eine komfortable 6-Tore-Führung zur Pause in einer doch an Höhepunkten armen Partie. Die zweite Hälfte, Slowenien weiter mit Vorwärtsdrang. Miladin Koslina mit diesem wunderschönen Tor. Koslina wurde noch gestoßen, aber der Trickwurf, der Dreher, den konnte er noch aussetzen zum 18:11. Die Slowenen machten nicht mehr als nötig und deshalb kamen die Kuwaitis besser ins Spiel. Das 18:24 durch Al-Qualaf, und da sieht die slowenische Abwehr nicht gut aus. Das war aber nur ein kleines Zwischenhoch für Kuwait, denn danach gab Slowenien wieder Gas. Dragan Gajic, der Rechtsaußen, bekommt den Ball. Gajic ist schnell, das 32:20. Am Ende siegte Slowenien gegen Kuwait mit 33:23. Ein Pflichtsieg, nicht mehr und nicht weniger.